Obwohl die Buchmesse ausfällt, fahre ich jetzt trotzdem nach Leipzig. Wir haben heute Samstag und es ist kurz nach 8. Und ich dachte mir, ich nehme euch trotzdem so ein bisschen mit durch mein Wochenende. Ich mache mir einfach eine schöne Zeit. Es ist auch geplant, mich mit ein paar Bookstagrammern und eventuell auch Booktubern zu treffen. Da wollte ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Und an sich ist heute Abend auch noch eine Lesung. Und zwar wollte ich zu Falco Bartel, heißt der, glaube ich. Das ist eine Konzertlesung zu seinen True Crime Büchern Mörderinnen und Mörder. Und ja, ich freue mich riesig. Bis jetzt wurde die Veranstaltung nicht abgesagt. Ich hoffe, das bleibt auch noch so. Wir werden auf jeden Fall sehen. Ich werde euch mitnehmen. Ich freue mich riesig. Das Wochenende war einfach eingeplant. Deswegen wollte ich jetzt es trotzdem einfach, ja, mir das Wochenende schön machen und dann eben trotzdem hinfahren, auch wenn es jetzt keine Buchmesse ist. Und ich meine, Buchläden hat Leipzig ja sowieso auch. Von daher könnte man auch da Bücher kaufen. Wir werden mal sehen. Und ich fahre jetzt noch schnell zur Sparkasse und dann geht's los. Leipzig und dachte, ich melde mich endlich mal bei euch. Wir haben es ungefähr 17 Uhr immer noch am Samstag. Und ja, ich habe euch so ein bisschen abgefilmt, was ich bisher so in Leipzig gemacht habe. Also ich habe mich mit ein paar Booktuberinnen, nee, Bookstagrammerinnen getroffen, beziehungsweise einer und ihrer Mama, die mich auch hier auf YouTube gucken. Ganz liebe Grüße an euch. Ich habe mich riesig gefreut, euch mal kennenzulernen. Und genau, wir waren ein bisschen in Buchhandlungen, wir haben ganz lecker gefrühstückt und sind so durch ein paar andere Läden noch durchgegangen. Genau, und dann haben wir uns irgendwann verabschiedet und dann bin ich nochmal so ein bisschen durch die Stadt, durch den Bahnhof und durch die Stadt gelaufen. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal, was ich dann noch so gekauft habe. Zum einen Tee und zwar türkischer Apfel aus der Teeladen hier in Leipzig. Und ich habe ihn jetzt schon mal ausprobiert und er ist mir ein bisschen zu, wie soll ich sagen, nicht kräftig genug. Aber ich hoffe, dass es noch wird, wenn ich einfach das nächste Mal ein bisschen mehr Tee nehme. Ich habe nämlich einen Apfeltee gesucht. Für mich die besten Tees, die es gibt, sind eigentlich Apfel. Aber ich habe eigentlich noch keinen losen Tee gefunden, mit dem ich wirklich zufrieden bin, weil eigentlich in den meisten Apfeltees Zimt drin ist und ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Der türkische Apfeltee riecht wie dieses weiße Pulver, dieser richtige türkische Apfeltee aus der Türkei. Und der ist einfach so lecker. Und ich glaube, dass ich mir wahrscheinlich dann doch dieses Pulver einfach mal kaufen werde oder mir mitbringen lassen werde aus der Türkei, weil da kommt wirklich keiner ran. Und ja, ich werde aber auf jeden Fall nochmal gucken, ob ich den vielleicht noch ein bisschen intensiver hinkriege, wenn ich mehr verbinde. Und dann war ich noch im Mai-Müsli-Laden. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass es echt einen Laden gibt. Also, keine Ahnung, ich lebe wahrscheinlich einfach in den falschen Städten. Auf jeden Fall habe ich es bisher noch nicht gesehen, aber ich dachte mir, ich gehe da mal rein. Und ich habe mir jetzt Porridge gekauft. Ich esse das nämlich super, super gern zum Frühstück. Und eigentlich habe ich mir immer gedacht, nee, du kaufst nichts von meinem Müsli, weil es an sich schon recht teuer ist. Also, ich habe jetzt für eine Packung, also es sind 400 Gramm drin, habe ich einmal 7 Euro und einmal 6 Euro bezahlt. Finde ich schon ganz schön heftig, wenn ich bedenke, dass ich ganz normale Haferflocken für 60 Cent oder so kaufen kann, 500 Gramm. Aber ich dachte mir, ich probiere das mal aus, ich gönne mir das jetzt einfach. Und der Vorteil ist natürlich, dass da noch wesentlich mehr drin ist als jetzt nur Haferflocken. Und normalerweise, wenn ich jetzt das mit reinen Haferflocken mache, dann mache ich natürlich ein bisschen Obst rein, was auch immer ich so da habe. Und hier ist natürlich schon in gewisser Weise ein bisschen was drin. Und das ist dann auch ganz cool, so nebenbei oder vielleicht mal auf die Schnelle. Zum einen habe ich gekauft das Porridge Mango Granatapfel. Ist eigentlich ja, Mango und Granatapfel drin. Ich hatte noch öfter mal so rote Beeren in der Hand, also irgendwas mit Himbeeren oder so. Und Erdbeeren, aber ich dachte mir so, nee, du nimmst jetzt mal sozusagen keine roten Beeren, weil das ist irgendwie so das Typische. Deswegen habe ich einmal Mango-Granatapfel. Und dann, was ich
irgendwie mega geil fand, wobei man das jetzt mehr oder weniger als rote Beere bezeichnen kann, Blueberry Cheesecake. Zum einen sieht der so cool aus und dann steht hier hinten drauf, Bio-Haferbrei mit Blaubeeren, Mini-Butterkeksen und weißen Schokoladenplättchen mit Frischkäsegeschmack. Mega. Also es klingt so gut und ich hoffe natürlich auch, das schmeckt gut. Und in der Regel mache ich mein Porridge eigentlich in der Mikrowelle, deswegen werde ich einfach mal ausprobieren, ob das auch gut in der Mikrowelle funktioniert, und ich freue mich auf jeden Fall riesig. Das ist bisher tatsächlich das Einzige, was ich jetzt in Leipzig gekauft habe. Also ich habe bisher kein Buch gekauft. Ich werde heute Abend noch auf die Lesung gehen, das heißt mal gucken, ob ich mir da eins kaufen werde. Ich dachte mir aber, ich werde euch trotzdem mal kurz über die Bücher erzählen, die ich jetzt aktuell einfach lese, weil wir sind hier auf BookTube, das heißt, irgendwo sollte es doch auch um Bücher gehen. Und zum einen habe ich endlich angefangen, Ich bin nicht tot von Anne Frasier. Ich bin auf Seite 66, also bisher nicht sonderlich weit und kann da jetzt auch nicht so hundertprozentig sagen, wie es mir gefällt. Also natürlich, ich mag den Schreibstil, ich bin super reingekommen und an sich finde ich die Geschichte halt mega interessant und das ist auch der Grund, warum ich halt unbedingt weiterlesen möchte. Hier geht es nämlich um Jude Fontaine, die scheinbar 3 Jahre gefangen gehalten worden ist, oder nicht scheinbar, es ist wirklich so, und jetzt nach 3 Jahren gelingt ihr die Flucht. Und sie fährt erstmal nach Hause natürlich, sie möchte zu ihrem Freund und stellt dann da fest, dass er eine andere Frau hat, die da in ihrem Haus lebt. Und dann ist das Einzige, was ihr eigentlich so einfällt, zu ihrer alten Arbeitsstätte zu gehen. Sie war nämlich Detective bei der Mordkommission, glaube ich. Genau, und deswegen, ja, flüchtet sie sozusagen ein bisschen dahin und versucht jetzt ihr Leben neu aufzubauen. Das ist auch so die Stelle, wo ich jetzt bin und ich habe auf jeden Fall richtig Lust, weiter zu lesen, und ich habe so viel Gutes gehört, vor allen Dingen von einigen Booktubern, denen ich wirklich vertraue in ihrer Meinung, und deswegen freue ich mich auf jeden Fall riesig. Und ja, das Problem, was ich aktuell habe bei dem Buch, ist nicht, dass es mir nicht vom Inhalt, also es vom Inhalt mir nicht gefällt, das schon, aber es ist halt ein Taschenbuch und ich befinde mich aktuell wieder in meiner Ich lese nur E-Books Phase, was es diesem Buch ein bisschen schwierig macht und ich deswegen auch wirklich lange daran lese. Also ich habe, glaube ich, angefangen am Montag, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, wie gesagt, ich habe 66 Seiten geschafft in 6 Tagen, was halt echt nicht die Wucht ist. Aber ich werde das jetzt auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich gleich nochmal losfahre, und ja, dann komme ich vielleicht ein bisschen voran. Dann die anderen Bücher lese ich als E-Books, wer hätte es gedacht. Das eine ist Böser Wolf, glaube ich, von Nele Neuhaus. Keine Ahnung, welcher Teil der Reihe das ist. Es ist einfach ein E-Book, was ich jetzt auf meinem Tablet hatte und mir dachte, naja, komm, dann liest es jetzt, um auch ein bisschen in der Reihe einfach voranzukommen, weil an sich würde ich die Reihe schon gerne irgendwann mal abbauen und die ist ja auch recht lang. Genau, hier kann ich euch gar nicht so richtig sagen, um was es geht. Ich habe es einfach angefangen, ohne mich jetzt direkt damit zu beschäftigen. Also ich muss sagen, wahrscheinlich habe ich es euch schon mal erzählt. Ich habe das Buch auf jeden Fall schon mal in den Händen gehalten und in die Kamera gehalten, weil es ja auch als richtiges Buch bei mir im Regal steht. Aber ich kann es euch jetzt nicht hundertprozentig sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass am Anfang eine Leiche gefunden wird von einer jungen Frau, die scheinbar schon länger im Main in der Nähe von Frankfurt liegt und die ziemliche, ja, Vergewaltigungs- und auch Missbrauchsspuren trägt und oder andere Missbrauchsspuren, Vergewaltigung ist auch ein Missbrauch, und genau, die Polizei weiß eben nicht, wer ist dieses Mädchen, und das ist eigentlich so der Ausgangspunkt. Und genau, an sich, mir gefällt es wieder sehr gut. Ich mag Nele Neuhaus, ich mag ihren Schreibstil. Es ist natürlich jetzt wieder ein bisschen ruhigeres Buch. Also es ist ein Krimi, man sollte das halt immer, also für mich ist es zumindest immer ein Unterschied zwischen Krimi und Thriller. Für manche ist das kein Unterschied, für mich schon, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich unheimlich viele Thriller lese. Und genau daher ist es wieder ein bisschen ruhiger, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder, die Charaktere zu treffen. Wir haben wieder Oliver von Bodenstein, Pia Kirchhoff, die hier ermitteln, und genau, ich freue mich natürlich auch ein bisschen, was aus ihrem Privatleben wieder ein bisschen mehr zu erfahren. Es ist ja natürlich jetzt ein Buch, was von der Reihenfolge her vor anderen Büchern spielt, die ich schon gelesen habe. Das heißt, gewisse Sachen weiß ich aus ihrer Vergangenheit natürlich schon, beziehungsweise aus ihrem Privatleben, aber so gewisse Sachen kommen da natürlich trotzdem dazu.
Genau, und dann lese ich noch ein drittes Buch, über das ich jetzt aber nicht sprechen kann. Das Ganze erscheint nämlich am, ich glaube, 26. April oder 24. April. Und das Ganze ist Martha schläft von Romy Hausmann. Romy Hausmann hat ja im letzten Jahr Liebeskind veröffentlicht, was ja extrem durch die Decke gegangen ist. Deswegen sind, glaube ich, schon sehr, sehr viele sehr gespannt auf Martha schläft. Und ja, ich hatte eigentlich auch total Bock, dieses Buch zu lesen und hatte überlegt, ob ich es beim Verlag anfrage, habe mir es dann aber doch anders überlegt, weil ich eigentlich aktuell meinen Sub abbauen wollte, was jetzt damit logischerweise nicht so richtig funktioniert. Aber es war dann so, dass Jellybooks mir eine Nachricht geschrieben hat, dass dieses Buch aktuell bei Ihnen auf der Seite verfügbar ist und dass man es jetzt lesen kann. Und ich habe es eigentlich sofort angefangen zu lesen, weil ich ja dann doch irgendwie so gespannt war und ich dann einfach mir gedacht habe, ich habe jetzt diese Möglichkeit, das Buch zu lesen und deswegen werde ich das auch tun. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht drüber sprechen und wahrscheinlich auch nicht im Lesemonat darüber sprechen, weil es eben erst Ende April erscheint und man dabei Rezensionen einfach eine gewisse Frist hat. Kurz zu Jellybooks, was es überhaupt ist. Es ist eine Internetseite, über die man E-Books bekommt. Es ist so, dass nicht, also im Gegensatz zu NetGalley, wo ja zum Beispiel dauerhaft E-Books online sind, die man anfragen kann, ist es bei Jellybooks eben nicht so. Man kann sich da anmelden und dann bekommt man in der Regel eine E-Mail, wenn es neue Bücher gibt, wenn er jetzt ein Verlag die zur Verfügung gestellt hat. Und bei Martha schläft ist es jetzt ein bisschen anders, aber in der Regel bekommt man dann Bücher, die man liest und dafür sendet man seine Lesedaten an Jellybooks. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert, wenn man es noch nie gehört hat, aber ich versuche es euch mal zu erklären. Und zwar, man liest, also man hat dieses Buch, in der Regel nicht auf dem Tolino, also das funktioniert nicht, die haben da ihre eigenen Apps sozusagen, über die man das liest. Tolino funktioniert leider noch nicht, was ich ein bisschen schade finde. Ich habe die Bücher dann in der Regel immer auf meinem Handy gelesen. Und auf jeden Fall ist es so, man liest das Buch ganz normal, wie man es normalerweise auch lesen würde. Und in der Regel ist es so, dass am Ende eines Kapitels erscheint da einfach ein Button. Da steht irgendwie drauf, Lesedaten jetzt senden. So. Und dann sendet man diese Lesedaten an Jellybooks. Und auf Jellybooks, auf der Internetseite, kann man unter seinem Profil dann seine Lesedaten einsenden, beziehungsweise einsehen. Lesedaten bedeutet, sie speichern das, wie schnell brauche ich für ein Kapitel. Welches Kapitel lese ich schneller? Wann, zu welchen Uhrzeiten lese ich, ja, wie lange ist die Pause, also zwischen zwei Leseabschnitten, wenn ich jetzt zum Beispiel frühs lese und dann abends wieder, wird natürlich die Zeit einfach aufgenommen. Das Ganze funktioniert natürlich so, dass man auch eine Internetverbindung zu dem Zeitpunkt benötigt, sonst funktioniert es auch nicht so richtig, zumindest das Übersenden, und man darf die E-Books danach auch behalten. Also man kann sie sich auf unterschiedliche Geräte runterladen. Ich habe sie teilweise trotzdem auf dem Tolino runtergeladen, auch wenn ich darüber nicht die lesen konnte, um die Lesedaten zu schicken. Aber somit habe ich die Bücher trotzdem auf dem Tolino, weil man darf sie behalten. Das ist etwas, was sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass viele das nicht wissen, dass man die Bücher wirklich danach behalten darf. Und es ist so, also ich habe mehrere Bücher, die ich behalten darf. Und man hat einfach diese Lesedaten gesendet. Also man ist jetzt nicht unbedingt verpflichtet, eine Rezension zu schreiben oder irgendetwas anderes. Man liest einfach dieses Buch und schickt die Lesedaten dazu. Ich habe von manchen schon gehört, dass sie das nicht so gut finden. Kann ich in gewisser Weise nicht richtig nachvollziehen. Also euch passiert ja dabei nichts. Ja? Also ihr lest das Buch ja ganz normal. Und ob diejenigen jetzt wissen, zu welcher Uhrzeit ich dieses Buch gelesen habe oder in was für einer Geschwindigkeit, ja, dann wissen sie es halt. Also ich weiß jetzt nicht genau, was ihnen das jetzt bringt, das zu lesen, aber wahrscheinlich können die daraus halt rauslesen, welche Kapitel sind wirklich spannend, was vielleicht für den Autor auch wirklich interessant ist. Ich habe aber von manchen gehört, dass sie das halt komisch finden, da ihre Daten hinzubringen, weil es vielleicht doch ein bisschen Privatsphäre ist. Ja, vielleicht schon, aber ja, es sind einfach nur Uhrzeiten, wann ihr gelesen habt. Also, ne, vielleicht versteht der ein oder andere, was ich meine. Ist natürlich eben seine Sache, ob er damit macht. Ich finde es auf jeden Fall eine super coole Seite. Ich finde das eine super coole Möglichkeit, da an Bücher zu kommen. Und ich finde es auch selber interessant, einfach zu sehen, wann man welches Buch gelesen hat, welche Kapitel man am schneller gelesen hat als andere. Finde ich super interessant. Und genau, darauf wollte ich eigentlich nur noch mal kurz eingehen, um euch das ein bisschen kurz vorzustellen. Ich habe jetzt wieder mega viel geredet, so viel wollte ich eigentlich gar nicht reden. Aber genau, nur noch kurz. Ich werde mich jetzt losmachen, in die Stadt fahren, ich werde noch was zu essen suchen
Und dann werde ich zu meiner Lesung gehen und ich freue mich riesig darauf, weil es nicht nur eine Lesung ist, sondern eine Konzertlesung. Und ja, mal gucken, ob ich euch ein bisschen was abfilmen werde. Ich freue mich riesig darauf und dann werde ich mich spätestens, denke ich, morgen früh nochmal melden. I ask if I could have one when I grew up. Mama dropped a thousand knives and she really blew up. She really blew up when I didn't understand. Mama said the pistol is the devil's right hand. She really blew up, I didn't understand. Mama said the pistol is the devil's right hand. The devil's right hand, the devil's right hand. Schlecht waren. Darüber hatte er als die Regeln ausführender Beamter nicht zu befinden. Das hätte sich Kirche niemals angepasst. Bemerkte er ein Fehlverhalten, einen Regelverstoß eines anderen Beamten, gleichgültig in welcher Dienststelle? Wir haben jetzt Sonntag und ich dachte, ich melde mich nochmal bei euch und zeige euch, was ich gestern gekauft habe. An sich habe ich mir erst überlegt, okay, du kaufst das Buch nicht. Es handelt sich um Mörderinnen von Falco Bartel. Das ist der Autor, wo ich gestern eben auf der Lesung war. Und er hat einmal ein Buch über Mörderinnen und einmal über Mörder geschrieben. Und das sind alles Fälle aus der Praxis seiner Arbeit als Strafverteidiger. Und eigentlich wollte ich es eben nicht kaufen oder ich hatte mir überlegt, dass ich es nicht kaufe, weil es ist nicht sehr dick und kostet 18 Euro. Und ich bin da einfach ein bisschen geizig. ja, aber die Lesung war einfach so genial, so einzigartig, wirklich großartig und deswegen dachte ich mir, okay, dann kaufst du es eben doch und genau, habe es mir auch signieren lassen, dann von Falco Bartel und genau. Ja, erstmal kurz zum Buch. Wie gesagt, es geht hier um Fälle, die der Autor selber erlebt hat und zwar sind es eben vier Geschichten, in denen es um Mörderinnen geht, also um Frauen, die auf irgendeine Weise einen Mord begangen haben. Ich möchte jetzt hier nicht so genau drauf eingehen, weil es schon ziemlich hart ist auch. Also ich glaube, man muss da ja auch die Nerven dazu haben. Also ich bin halt schon sehr, sehr viel gewohnt durch meine ganzen Thriller. Deswegen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich gar nicht berührt, aber ich glaube, ich bin schon so ein bisschen abgehärtet und ich finde es unheimlich interessant. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig, das hier zu lesen und ja, also Wahnsinn, auch was er, also gestern hat er dann vorgelesen aus Mörder eine Geschichte und wow, also allein was er erlebt als Strafverteidiger oder was halt dahinter steckt, man kann sich jetzt natürlich streiten, ob es richtig ist, Mörder zu verteidigen und sie vorm Gefängnis zu bewahren, also klar, es ist schwierig, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, es ist ein unheimlich schwieriger Beruf, glaube ich, aber das ist auch irgendwo das, was mich fasziniert und genau, die Lesung gestern war mega. Also es war ja eine Konzertlesung und zwar gibt es eine Band, die heißt Remember Cash und die spielt hauptsächlich Songs von Johnny Cash und Johnny Cash hat ja viel in Strafvollzugsanstalten und Justizvollzugsgefängnissen gespielt und das machen die jetzt eben auch und die Band hat sich irgendwann gedacht, oder der Band und der Autor, das passt eigentlich ganz gut zusammen, die Musik und diese Bücher. Und dann hat der Autor immer einen Teil vorgelesen und dann kam eben ein Lied und es war so gut. Also nicht nur die Geschichte, sondern halt auch im Zusammenspiel mit dieser Musik, die ja dann irgendwie wieder so ein bisschen Lebensfreude bringt. Also natürlich sind die Texte auch etwas, wo man ziemlich viel drüber nachdenkt, aber von den Melodien her sind die ja dann doch auch eher fröhlich und dieses Zusammenspiel, das war einfach nur super. Also wirklich, ich fand es so gut. Mega. Ich bin so froh, dass diese Lesung stattgefunden hat. Und das Coole ist, es war auch in einem Bestattungsunternehmen, also in der Trauerhalle da. Und das hat natürlich auch super gepasst. Und der Autor hat dann auch, es war super entspannt und hat auch mal so ein paar Witze gemacht. Also natürlich gerade wegen dem Thema Corona. Wo er dann auch meinte, ja, viele Veranstaltungen wurden ja zum Beispiel abgesagt und er wollte das nicht absagen und hat dann gemeint, naja, so aus
mit dunklem Humor gesagt, naja, was, welcher Ort wäre denn sicherer für sowas als ein Bestattungsunternehmen? Oder es würde zumindest ziemlich gut passen. Und fand ich auf jeden Fall super, hat mir mega gefallen. Und ja, Location super, Autor super. Die Band war genial, die ganze Lesung genial. Und deswegen freue ich mich riesig darauf, dieses Buch zu lesen. Also mega. Ich habe oder werde euch ein paar Einblendungen machen in diesem Video von der Lesung. Dann habt ihr vielleicht selber so ein paar Eindrücke und ich denke, der Autor macht das öfter mal, auch zusammen mit der Band. Und falls ihr da mal Lust habt, geht da auf jeden Fall mal hin. Es ist wirklich was Besonderes. Natürlich, wenn er jetzt aus diesen Büchern vorliest und euch diese Geschichte erzählt, ihr solltet das schon abkönnen. Also ja, ich glaube wirklich, wenn man da sehr empfindlich ist, dann sollte man das halt nicht lesen und vielleicht auch sich gar nicht anhören. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig und so ein bisschen, ich möchte nicht über Corona sprechen, weil das ein Thema ist, was mir unheimlich auf den Sack geht. Aber ich habe mir dann gestern gedacht, als ich so die Stories von ihm gehört habe, Leute, es gibt Schlimmeres als Corona. Also, wenn ich mir überlege, was dahinter steckt, was für grausame Taten es gibt, für Morde gibt und das auch in Deutschland, dann ja, sollten wir uns darüber Gedanken machen, es gibt wirklich Schlimmeres als Corona. So viel dazu. Ich werde jetzt frühstücken gehen. Es ist zwar schon 9:30, glaube ich, aber ja, ich dachte mir so, Brunchen ist eigentlich eine ganz coole Idee. Und ich habe dann gestern entdeckt, dass es ein Katzencafé gibt, beziehungsweise heißt es Katzentempel. Und das ist ein Café, wo man halt hingehen kann, ja, ganz normal, wie in einem Café halt, frühstücken kann, Tee trinken, Kaffee trinken, was auch immer es da noch so gibt. Und nebenbei wohnen da eben Katzen, die ja da frei rumlaufen, die selber entscheiden, ob sie jetzt zu den Gästen zum Beispiel hingehen, ob sie mit denen kuscheln, ob sie sich von denen streicheln lassen. Und ich finde das mega cool. Ich bin total der Katzenfan und ich hätte gerne Katze als Haustier, habe aber zum einen nicht die Zeit, zum anderen ist mein Mann dagegen, weil er eine leichte Allergie hat. Und die Katze, die bei meiner Mama oder bei meinen Eltern gewohnt hat, die ist ja leider 2018 verstorben. Und genau, deswegen freue ich mich riesig jetzt, dahin zu gehen. Und ja, ich werde euch sicher auch ein paar Bilder einblenden. Und ich denke, danach werde ich mich nochmal melden und das Video beenden. Meine Sachen sind gepackt und ich werde jetzt wieder nach Hause fahren. Ja, ich habe schon die Teile, also die Videoschnipsel auf meinen Laptop geladen und alles so ein bisschen sortiert und habe dabei gemerkt, es ist doch recht viel geworden, also mehr als ich dachte, deswegen werde ich jetzt hier nicht mehr so viel sagen. Nur kurz, dieses Café, das Katzencafé war so cool und die Katzen sind so süß und die kommen halt auch wirklich dann zu den Leuten hin und legen sich daneben und lassen sich streicheln. Und ja, sollte es auf jeden Fall in mehreren Städten geben und ich hätte das so, so gerne in meiner Stadt. Ja, auf jeden Fall super schön. Ich hatte eine sehr schöne Zeit hier in Leipzig, natürlich recht kurz, aber viel länger wäre es jetzt mit der Messe auch nicht gewesen, außer dass ich halt den ganzen Tag auf der Messe gewesen wäre. Aber so habe ich das Wochenende, denke ich, gut genutzt und ja, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr dieses Wochenende gemacht habt. Also, wie habt ihr euer Wochenende verbracht, was ihr eigentlich vorhattet, in Leipzig zu verbringen? Oder ja, auch so, wenn ihr sowieso nicht vorhattet, hier nach Leipzig zu fahren, was habt ihr sonst gemacht? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, war es das an sich schon für dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und hoffe, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Ciao!